Hi Leute, heute machen wir ein Video über das Seli-Event. Und zwar habe ich das gestern schon mal so ein bisschen gespielt, ne? Und ich habe halt die ersten zwei Schätze gefunden und ich habe tatsächlich schon den besonderen Schatz bei mir gefunden. Ich weiß nicht, ob das für jeden gleich ist, aber der Trick für den besonderen Schatz war wirklich, also wenn der Bayaromi bei euch dieselbe Pose hat, dass man da einfach hingeht und das Rätsel war bei mir hier unten und der kleine Trick, um diesen besonderen Schatz zu lösen, also ihr konntet halt die Seli da beschwören und ihr habt ja diese Feldangabe. Also diese Feldangabe ist sehr, sehr wichtig bei dem besonderen Schatz. Ihr geht eine Runde rum nach oben. Also ihr geht hier nach oben, dann geht ihr in die Mitte, geht nach links, geht wieder in die Mitte und nach unten. Also ihr könnt diese Steine sowohl aktivieren wie auch deaktivieren. Und ich dachte mir am Anfang, boah, das geht doch gar nicht mit dem Rätsel. Wenn ich versucht habe, rüber zu springen auf das Feld von einem der Querfelder, dann haben sich die anderen auch aktiviert. Und der Trick ist wirklich einfach nur, du gehst hoch. Gehst in die Mitte, gehst nach links, gehst wieder in die Mitte, gehst nach unten und das Rätsel ist fertig und ihr bekommt eure Belohnung. So einfach war das. Und wir machen heute mal die ganz normale Schatzsuche von dem zweiten Tag hier mit Schatzsuche 3 und 4 einfach mal kurz in dem Video, damit man mal sieht, wie die Sache aussieht. Das ist natürlich unlucky. Kann mich einmal kurz porten, das bringt's nicht gerade gegen die Fatui. Habe ich kein Team dafür dabei, um die zu machen. Einmal kurz porten. Ich schätze mal, wir switchen. Extra fürs Video. Macht gar keinen Sinn, also dass ich mit dem Team da reingehe. Da kriege ich die nicht mit platt. Kein Eiselement dabei für den einen. Ich habe auch kein Eiselement dabei, um den Healer einzufrieren. Der ist eh der wichtigste und deshalb machen wir das lieber so. This isn't good. So. Viel besser. Viel, viel besser. There's no end to this. Direct assault. Oh, der hat mich noch. Der hat mich nicht mehr getroffen. Lul. We're way behind schedule. Na? Ziemlich viel um dieses Camp rum. Muss man an der Stelle einfach mal sagen, also. Wahnsinnig viel um dieses Camp rum. We're way behind schedule. We're way behind schedule. Und
Vor allen Dingen wahnsinnig wenig hier hinten gefühlt. Oh, vermisste Schätze. Vermisste Schätze. Sind wohl Zeitherausforderungen. Cool, 5 XP-Bücher zusätzlich. Gefällt mir. Ich muss die Seli neu beschwören. Oh, ich habe das Schatzgebiet aufgebraucht. Okay. Okay, okay, okay. Dann gehen wir noch zum nächsten. Entdeckte Herausforderungen. 1 von 3. Also gibt es sowohl besondere Schätze wie auch entdeckte Herausforderungen. Seht, da haben wir mal wieder in diesem Video was Neues herausgefunden. Der zweite Schatz ist sogar schon freigeschaltet, obwohl der erste nicht mal zum Bild vollständig ist. Funny stuff. Wir nehmen erstmal das ganze Camp raus an der Stelle. Warum nehmen wir das ganze Camp raus? Macht's einfacher. Also macht's ungelogen einfacher. Irgendein Schatz ist hier. Next on the agenda. Ich meine, er leuchtet hier echt stark. Okay, da. 20 Münzen gleich. Und da ist das letzte Fragment mit drin gewesen. Dann haben wir die erste Karte halt vollständig, aber die habe ich gestern on stream halt, wie gesagt, schon gemacht. Next on the agenda. Ich dachte schon, ich müsste in die Elektrobarriere rein. We're way behind schedule. Next on the agenda. Gehen wir mal ins Camp rein. Next on the agenda. Und da sind wir durch. Und damit haben wir den Tag geschafft, Leute. Ich schneide euch im Anschluss noch den Schatz 1 hinten dran, ja. Also ich schneide euch den besonderen Schatz nochmal hinten dran, wie ich den gelöst habe. Und damit war es das dann danach für das Video. Also ich meine, der Fuchs, die
Also die Posi ist hier. Die Posi ist Safe Call hier. Also das ist der Fuchs, das ist, sind halt die Säulen. Und dementsprechend wird das Rätsel hier an der Stelle sein. Oh. 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 Du bist in der Nähe des geheimen Schatzes. Ernsthaft? Aber ich kann auch nichts machen. Sieht nicht so aus, als ob ich was machen kann. Aber wir haben den Schatz schon getriggert. Ich habe die Schatzzone, aber das Rätsel ist nicht da. Ich könnte das halt legit jetzt schon machen, ne? Also da sollte eigentlich hier dieses Fliesenrätsel sein. Aber hier ist noch kein Fliesenrätsel. Oha, sehe ich das mit der? Lul. Ich glaube, das aus. Wow. Cheats. Ich dachte, ich könnte das noch nicht machen, bis ich die Karte komplett habe, aber gut. That's actually easy. Wop. Ach so. Ach so, ich darf nicht nochmal auf die Platte gehen. Schade. Das ist, ich meine, wie soll ich bitte schon auf die Platte kommen, wenn die keine Verbindung hat? Soll ich zaubern an der Kante? Born of ice and frost. Okay, ich verstehe es. Also im Klartext, ich gehe hin. Bob, bob, bob. Okay. Also man kann sie einfach wieder rückgängig machen, indem man doppelt draufläuft. Verstehe, so ist also das Prinzip. Ja, aber... Naja, gut, dadurch, dass wir den schon gefunden haben an Tag 1, war der sehr schnell weg, ohne dass die Schatzkarte vollständig ist, ne? Nun ja. Man braucht also einfach nur die Seli ausgepackt tatsächlich. Wahnsinn.